Hallo und herzlich willkommen zu Lido spielt an Part 7. Dieses Mal habe ich mir für euch Castlevania Symphony of the Night rausgesucht. Von 1997 von Konami für die PS1, also die Originalversion. Ich werde jetzt kurz Start drücken und euch danach was über das Spiel erzählen. Castlevania Symphony of the Night war neben Castlevania Chronicles einer von zwei PS1-Teilen der Castlevania-Reihe und brachte viele Neuerungen mit sich, unter anderem die RPG-Elemente, die wir aus späteren Teilen auch kennen. Er bringt allerdings auch eine komplett andere Neuerung mit sich, die ganz speziell in diesem Teil ist, soweit ich weiß, bisher zumindest. Und auf die ich mehr oder weniger gleich eingehen werde. Wobei, es ist nicht ganz exklusiv von diesem Teil, war hier aber etwas Besonderes, in meinen Augen. Das Spiel ist der direkte Nachfolger von Super Castlevania für die den Super Nintendo. Nein, ich will was anderes wählen, sorry. Ah, New Game. Wir nennen uns einfach mal Lido. Und ja, das Spiel ist leider komplett in Englisch und ich werde euch jetzt nicht viel dazu erzählen. Ja. Es wäre mir persönlich zu viel. Doch, ich werde euch viel erzählen, aber ich werde euch nicht eins zu eins übersetzen. Das wollte ich sagen. Ja, Final Stage Bloodlines, wie schon gesagt, das ist der direkte Nachfolger von Super Castlevania für das Super Nintendo. Ich denke mir, das zu wissen ist schon mal eine ganz gute Sache. Die Herzen hier bringen uns keine Leben, sondern laden dieses Kreuz, was wir da oben sehen, einfach mal auf. Wir sind übrigens Richter Belmont aus dem Belmont-Clan. Mit der heiligen Peitsche Vampire Hunter. Oder Vampire Killer, vielmehr tut mir leid. Die wir auch aus Spielen wie Castlevania Judgment kennen, wo man ja leider auf den guten Richter verzichtet hat. Dafür nur Simon und Trevor hat. Ist vollkommen in Ordnung, aber okay. Ich mag Richter lieber. Da hinten sehen wir unseren Lieblingsfreund, Graf Dracula, um den geht's hier. Graf Dracula kann nämlich einmal alle 100 Jahre zurückkommen. Ja, erzähl mich doch nicht so viel, ey. Alter Schwede. Gut, ich drück das mal vor, oder auch nicht. Ja, ich gebe zu, ich spiele gerade ein bisschen auf dem Emulator. Weil es einfacher ist. Sie reden nur darum, es war nicht seine Schuld, dass er wieder zurückkommt und er soll... Richter sagt, er soll sterben. Dracula meint, es wäre nicht seine Schuld, dass er wieder da ist. Und die Leute wollen seine Herrlichkeit genießen und sind deswegen zurückgeholt. Und das findet Dracula jetzt nicht so lustig und meint... Nein, ich will diesen Mist nicht. Zwei Wassers Schrott. Finde Dracula nicht ganz so lustig. Ah. Darum kämpfen wir jetzt gegen ihn. Unsere Waffe ist die einzige, die Dracula wirklich besiegen kann. Und 100 Jahre zurückschicken kann, denn Dracula kann einmal alle 100 Jahre zurückkommen, wie ich ja schon sagte. Es ist immer ein Belmont gewesen, der ihn dann zurückgeschickt hat, weil er gekommen ist. Ja, ich kann diesen Kampf schon ein bisschen besser mittlerweile. Kennt ihn schon fast auswendig. Deshalb haben wir auch gar keine Probleme, so wirklich macht im Moment. Verdammt! Mal ganz ehrlich, im Gegensatz zum ganzen Twilight-Mist ist das hier wenigstens noch ein Vampir. Okay. Jetzt hat er mich schon wieder. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Jetzt erwischt er mich doch öfters als gewollt. Ich werde euch auch gleich zeigen, was man mit dem Kreuz machen kann. Aha. Juhu, so einfach wäre das gegangen, ja? Schön, gut zu wissen. Einmal noch und danach passiert etwas
womit man so nicht rechnen würde, denke ich mal. Das geht doch noch besser eigentlich. Ah, so. Nein! Nicht so kurz vorher, ey! Ja, das ist Maria Lena. Die kann die vier Elementargeister rufen und heilt uns damit. Jetzt kann Dracula uns auch nicht mehr töten und wir können das Spiel einfach zu Ende spielen. Im Originalspiel wäre das nicht gegangen. Denn das ist eigentlich der Original-Endgegner-Kampf von Super Castlevania. Die Abschlussszene sozusagen gewesen. Ja, und ich würde jetzt hoffentlich ganz kurz mal einfach die Geschichte erklären können. Einfach nur mehr Zeit zu haben. Nein, kann ich nicht. Super, danke, liebes Spiel. Ja, es war Richter Belmont, der hier Dracula zurückgeschickt hat. Und so weiter und so fort. Und ja. Dieser wurde wiederum, also bevor dieser von dem Dunkelpriester namens Schaft aus dem Grab zurückgeholt wurde. 4 Jahre später verschwand Richter in einer Vollmondnacht. Spurlos. Maria Lena, hier steht Trainer, weil die Japaner kein L haben, suchte nach ihm. Wusste aber nicht so recht, wo sie denn nach ihm suchen sollte, so nach dem Motto. Ja, das Schloss von Dracula, welches nur alle paar Jahrhunderte auftauchen kann, erschien plötzlich aus dem Nebel, um ihr den Weg zu zeigen. Die Kräfte eines Mannes namens Alucard erwachten, der sich damals mit Trevor Belmont zusammentat, um seinen Vater, Vlad Tepes, Dracula, zu besiegen. Ah, Alucard möchte gerne die Welt von seiner verfluchten Blutlinie befreien und möchte sich deswegen noch einmal gegen seinen eigenen Vater stellen. Und niemand kann sagen, wer siegreich sein wird. Das ist jetzt mal Pi mal Daumen übersetzt. Selbstverständlich sind auch hier wahrscheinlich einige Übersetzungsfehler drin, aber versucht man zum einen das so schnell zu lesen und das zum anderen perfekt zu übersetzen. Das Schloss heißt übrigens Castlevania und auf die Frage hin, warum es denn jedes Mal anders aussehen würde, antwortet einmal ein Entwickler, weil es lebendig ist. Ah, ja. Es hat einen eigenen Willen und da kann sich halt verändern. Ah, okay, klar. Kann meine Wohnung auch. Nun gut. Ja, das ist Alucard. Und genau den spielen wir jetzt. Das ist nicht krass, wie wir dieses Riesenvieh mit einem Schlag töten können. Wir haben auch ganz tolle Ausrüstung. Ein Alucard-Schwert, ein Alucard-Schild, ein Drachenhelm, ein Alucard-Umhang. Ein Alucard-Rüstung. Ein Zwielicht-Umhang und ja, eine Halskette von Jay. Ich weiß nicht, was das ist. Jedenfalls unsere Ausrüstung total toll und erstklassig und super und cool. Ich mag sie. Ja, in diesem Spiel können wir Geld sammeln, welches wir später ausgeben können. Das ist, was ich meine mit RPG-Elementen. Jetzt beginnt total die tolle Musik, wegen der ich damit rechnen darf, dass mein Video in Deutschland nicht verfügbar sein wird. Level up, juhu! Ja, das ist auch neu. Gab's früher auch so nicht. Wir haben auch ein Schild, den können wir einsetzen. Und ja, es gibt hier auch Geheimgänge zu entdecken. Wir haben ein Pot Roast. Irgendwas Geröstetes so mitgenommen. Und hier oben haben wir. Hier oben haben wir. Ja, hier oben haben wir ein Wolf. Noch ein Wolf. Juhu. Aber ich wollte euch jetzt mal was anderes zeigen. Ja, wir können uns so schön schnell rückwärts bewegen. Das ist so herrlich. Ich könnte euch ja gar nicht vorstellen, wahrscheinlich.
Ah, wir können so viele Fischmenschen töten, wie wir wollen. Was ist unser Feind, da wir ein richtiger Vampir sind. Im Gegensatz zu Bling-Bling, ich renne in die Sonne und Glitzer-Vampiren. Ja, muss ich jederzeit neu kritisieren. Bin schon wieder ein Level up. Das Interessanteste ist, je höher unser Level up ist, desto weniger kriegen wir für das Töten dieser Gegner. Ja. Meine Festplatte spinnt mal wieder. Da kommen jetzt im Moment oben nicht ran. Leider. Aber ich wollte euch noch diesen kleinen Gang hier unten zeigen, durch den wir nämlich nicht durchkommen. Sauerei. Bisschen Trivia zu dem Spiel. Während ich hier ein paar Gegner töte. Ich habe das erste Mal Castlevania Symphony of the Night gespielt, da war ich. Lass mich mal überlegen. Ich will nicht lügen müssen. 10, 11 Jahre. Ich habe es mit meinem besten Kumpel gespielt. Mein besten Kumpel aus Kindheitstagen so. Und ja. War sehr begeistert davon. Jahrelang habe ich vergessen, wie dieses Spiel heißt. Bis ich durch blöden Zufall mal wieder drauf gekommen bin, weil ich mich ein bisschen mit Games befasst habe, Castlevania Judgment gesehen habe, mir die Musik gefiel und dann immer weiter und weiter mit dem Spiel in Berührung gekommen bin. Bis mir dann klar wurde, Moment mal. Aha. Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ist es wahrscheinlich nicht. Ja, noch ein bisschen Trivia. Castlevania Symphony of the Night war nicht das erste Castlevania, welches ich gespielt habe. Dies war nämlich Castlevania Adventures für den Game Boy. Dort gab es ein Lied, das habe ich zum allerersten Mal mit 5 Jahren oder so gehört. Battle of the Holy. Ich habe so lange überlegt, wie dieses Spiel hieß. Bin ich drauf gekommen? Jahrelang? Ist mir wieder mal diese Melodie eingefallen. Bis ich dann, wie schon gesagt, durch Zufall durch Castlevania Symphony of the Night und vorher durch Judgment drauf gekommen bin. Egal. Wir können doch irgendwie zaubern in diesem Spiel, ist allerdings etwas schwer. Oh, ich hab gezaubert. Nimm ich einen Zauber. Um diese einzusetzen, müssen wir spezielle Tastenkombinationen beherrschen, die ich nicht aus dem Kopf hinaus kann. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aha, hier gibt's auch nichts zu zeigen. Zwar unser Spells. Könnte ich euch das eigentlich zeigen, aber gut. Wir treffen jetzt einen sehr netten, sympathischen Menschen, wie ich finde. Den Tod! Der uns fragt, was wir hier wollen. I've come to put an end to this. Er möchte ihm ein Ende setzen. Er wird nicht fragen, ob er auf die Seite zurückkommt, aber er wird ihn darum bitten, die Attacke einzustellen. Er wird es nicht tun. Du sollst deine Worte bereuen. Wir werden uns wieder treffen. Ja, what? Ach, was soll der blöde Tod uns denn schon angehabt haben können? Ja, wie wir sehen, hat uns der blöde Tod die komplette Ausrüstung geklaut. Ach ja, ach ja. Jetzt haben wir folgende Ausrüstung. Nichts. Und dürfen uns mit nichts rumschlagen. Die Musik gefällt mir sehr gut. Kann man auch in Castlevania Judgment hören, wenn man als Alucard, wenn man gegen Alucard spielt, kämpft. Und ja. Hierzu noch was Lustiges. Ich habe mit einer sehr guten Freundin aus Kindheitstagen an Silvester mal Castlevania Judgment gezockt. Ja, ich weiß ganz genau, dass die sich dieses Video angucken wird. Und sie meinte, sie mag's nicht. Sie mochte nur den Erik. Dessen Nachnamen ich immer vergesse. Seinen komischen Alucard-Speer, ja. Naja. Wie dem auch sei. Nun eine Kleinigkeit meinerseits. Sollte euch das Video gefallen haben, so fühlt euch doch frei, mir einen Daumen nach oben zu geben. Solltet ihr mehr davon sehen wollen, so fühlt euch doch frei, mir dies in die Kommentare zu schreiben, denn dann werde ich vielleicht ein Let's Play dazu machen, wenn es genug Stimmen dafür gibt. Und ich denke, dass das an der Zeit ist.
Sollte es euch hingegen nicht gefallen haben, gebt mir noch einen Daumen nach unten. Seid aber auch bitte so fair und schreibt mir, warum es euch nicht gefallen hat. Und ja, soll es euch gefallen haben, aber ihr wollt trotzdem was von Castlevania sehen. Von Castlevania Symphony of the Night. Könnt ihr mir das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Soll es euch gefallen haben, aber ihr wollt nicht von Castlevania sehen, natürlich auch. Jetzt verabschiede ich mich langsam mal mit der Frage, werden wir unsere Ausrüstung jemals wieder sehen? Was ist aus Richter geworden? Und wo ist Maria? Fragen über Fragen über Fragen. Tja, es liegt an euch. Ihr müsst nur dafür abstimmen. An der Stelle von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und ich hoffe, euch beim nächsten Part von Lido spielt an begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis zum nächsten Part von Lido spielt an.